Ein herzliches Willkommen und Hallo zu einem weiteren Part Let's Play Tales of Systeria. Ich bin es, euer MC Muffix. Wir sind hier gerade in irgendeine unterirdische Katakombe gegangen. Wer zur Hölle weiß, was da genau drin ist? Gut, wir sind wieder rausgeflogen. Das finde ich ehrlich gesagt sehr gut, weil sonst muss ich da kämpfen. Wir gehen einmal ganz kurz rein, weil ich will mal testen, was da ist. Testen wir wirklich mal. Ich weiß zwar eh, dass wir sterben werden. Und, ja, aber versuchen können wir es doch mal, oder? Zack, so, Kampfarena, was kommt da? Schleimer. Okay, die sind noch akzeptabel. Ja, irgendein Schmelztiegel ist hier, wo das Böse erschaffen wird, irgend so ein Krimskrams. Und wir müssen natürlich allein kämpfen, weil wenn Sorey mit seine Seraphins hätte, oder Rose zumindest, dann wäre das ja viel zu leicht. Und wir wollen bloß nicht, dass das Spiel leicht oder spaßig ist. Weil ich meine, hey, Spiele machen ja immer am meisten Spaß, wenn man komplett allein kämpft, oder? So, Level 12. Ich wette, es geht so bis Level 1000, oder? Level 12 ist mir schon wieder ein bisschen zu stark. Level 8, damit hätte ich leben können. Ja, der stärkste Gegner wird so um Level 25 sein, sage ich jetzt mal. Aber das werden wir trotzdem alleine nicht schaffen. So, kurz mal aufladen. Chillt mal, chillt mal, chillt mal. Oh, so ein Drecksbaum. So. Zack, zack, was hat ihr jetzt schon für Level 14? 20? Okay, damit scheint es schon unser letzter Kampf zu sein. Es ist halt auch so dumm, dass wir nicht heilen können. Also ganz ehrlich, wer denkt sich sowas aus? Ich muss jetzt mal ganz ehrlich fragen, Mann. Hey, Spiele machen immer Spaß, wenn man zu zwei. Also ganz ehrlich, sie hätten sagen können, hey, es darf nur ein Mensch und ein Seraphim rein. Das wäre noch okay gewesen, aber zu sagen, hey, du darfst nur komplett alleine gehen. Dankeschön, dass du so schön in den Baum reinläufst. Hey, Mann. Jetzt stell dich doch nicht so. Weißt du was, das Spiel regt schon auf, Mann. Also wenn der einfach das ganze dann in diese hässliche Harpy reinläuft, aber egal. Ach Leute, was wollen wir eigentlich machen? Wir wollen irgendwie zur kaiserlichen Hauptstadt. Dort wollen wir hier herausfinden, was mit dem Papst los ist, damit ihm scheinbar irgendwas nicht stimmt. Und was da genau los ist, keine Ahnung. So, jetzt wird's lustig. Level 8, Level 8. Okay. So, Objekt, Apfelgummi. So, jetzt stillen wir mal kurz. Erstmal kurz abwarten. So, wir haben auch unsere Level 3 Anzeige. Oh, jetzt kommt 24, ja. Dachte ich nicht. Alter. Richtig faire Gegner seid ihr, gell? Das merke ich schon wieder. Er hat's auch noch überlebt, Mann. Geil. Alter, Sorey, Mann. Ich schmeiße einen Apfelgummi rein und er läuft auf den Gegner zu. Ich bekomme nicht mal einen Down ohne mystische Artis. Das ist ein richtiger Drecksgegner, Mann. Das ist ein richtiger Drecksgegner. Wenn er in dem roten Ding ist, macht er verdammt viel Schaden und wir können ihn nicht mehr angreifen. Das ist richtig lustig. Komm. Der war schön gekontert übrigens. Komm, komm. Komm, komm. Wir müssen hier schön mit Ausweichen gegen den Drecksgegner arbeiten. So, unsere Anzeige ist ja auch gerade nur Level 2. Das heißt, wir können kein mystisches Artis anwenden. Okay, jetzt kommen wieder Schleim. Wie lange geht denn das? Also ein stärkerer Gegner als den, da sieht es dann schlecht für uns aus. Komm, also bisher schlagen wir uns ja gar nicht mal so schlecht, Mann. Ich meine, die beiden Dinger zu besiegen, war jetzt alles anders leicht. So, ich schmeiße schon mal einen Apfelgummi raus. Gut, wir haben ja nur noch 4 Apfelgummis, also lange wird es eh nicht mal gut laufen. So eine schöne Art des. Scheiße. Geil, kann man auch nicht ausweichen. So, ich muss. Komm. Level 3, geil. Ready?
Wieso geht das mystische Artis nicht? Ich hab doch eine Level 3 Anzeige. Ja klar, ich wette, es geht nur einmal im Kampf oder so. Es geht nicht mehr, seht ihr das? Irgendwie aus irgendeinem bestimmten Grund geht das mystische Artis nicht mehr. Das war eine fiese Attacke von dir. Und ich hasse fiese Attacken. Komm, mach was. Es geht nicht mehr, warum geht mein mystisches Artis nicht mehr? Aber egal, schaff mal alleine, kein Ding, Mann. Jetzt kommt der Boss, oder? Alright, it's settled down a bit. Nice. All purified? Somehow. I'm so sorry for making you go through this by yourself. Yeah, we had it real rough too. Lila's been fortune-telling with her origami flower things. Saray won't lose, Saray will win. Saray won't lose, just like that. She left paper scraps all over. I had Meebo clean it up though. Of course, I believed in you, but it was just so... Sorry for making you worry. Thanks, Lila. No, it's fine. My fortune-telling was right after all. Das behauptet sie jetzt. Ich wette, ihre letzte Wahlkarte. Saray wird furchtbar sterben. So wie eine Blume. Er liebt mich nicht. So in etwa war das, oder? Aber egal, kein Ding. Was ist, wenn ich da jetzt nochmal runtergehe? Hier, nur Saray darf eintreten. Wieso denn? Ich habe das doch jetzt geschafft. Ist jetzt die Welt nicht irgendwie gereinigt und tausendmal so gut? Natürlich nicht. Wieso meint es überhaupt? Das ist alles furchtbar. Nein, nein, nein. Nerv mich gar nicht. Nerv mich nicht. Läufst du immer noch hinter mir? Nein, nein, nein. Tust du nicht. So, jetzt fängt es auch noch an zu schütten. Ach, kein schöner Tag für einen Urlaub. Gut, wo wollen wir denn hingehen? Da ist eine Höhle, da ist der Wald. Ich will erstmal in den Wald gehen. Weil in dem Wald, haben wir ja gehört, dass die neue Assassinen-Gilde dort hingeht. Und ich hoffe einfach mal, das ist der Ort. Zack, Schuppenvogel. Also, ich Gegner besiege ich doch zum Frühstück. Aber ich verstehe jetzt nicht so ganz den Sinn zwischen den Dingern. Ich meine, wir haben den jetzt gereinigt, so wie ich das verstanden habe. Aber es sind trotzdem einfach mal wieder da. Also, wir könnten ihn jetzt nochmal machen. Also, so ganz wie gesagt, verstehe ich da nicht den Sinn dahinter. Aber naja. Ich verstehe den Sinn nicht überhaupt. Zum Beispiel, wieso wir auf einmal für Highland arbeiten, dafür Rollins und irgendwie interessiert es jetzt keinen, was mit Alicia ist. Ah, genau in die Flamme gesprungen. Ja, geil, Mann. Das ist. Also die Attacke ist schon echt stark, was der drauf hat. Aber ich finde schon cool. Was ist mit Alicia? Sie ist immer noch gefangen. Jetzt hat der Saray, der ist schon richtig fies eigentlich. Jetzt hat er eine neue Flamme und jetzt ist ihm wurscht, was aus Alicia wird. So, jetzt machen wir hier den Sprint an. Go, go, go. So, wo gehen wir denn nun Schönes hin? Speichern wir erstmal. Ein Speicherpunkt ist immer gut. Und dann schauen wir gleich mal, wo das hier uns hinführt hier. So, Ausgang zur westlichen Weide. Okay. Okay, dann gehen wir nun zur westlichen Weide. So, zack. Wo gäbe es hier noch Ausgänge? Da gibt es noch einen, da gibt es noch einen, da oben gäbe es noch einen. Beides sind Dungeons. Und das ist wahrscheinlich noch eine Wiese, oder? Ja, noch eine Wiese. Dann bin ich fast geneigt, nochmal zu dem anderen Ort dahinter zu gehen. Weil die Höhlen interessiert mich nicht, die Dungeons. Aber es wäre ganz interessant. Lohnt sich's, wenn wir sonst durch die Gegend porten? Ich glaube ja nicht. Aber wir können nochmal kurz da hochschauen. Weil ich will ehrlich gesagt nochmal den Walter, wo hier der Rest der Assassinen-Gilde jetzt ist. Es erinnert mich dieser Warp-Spinner ein bisschen an Kingdoms of Amalur. Da hat man. Ey, das war die coolste Fähigkeit überhaupt. Da hatte man immer so einen Warp-Spin, wo man ausweichen konnte. Wäre richtig cool, wenn das ein bisschen schneller funktionieren würde. Der Windmove hier. Weil da könnte man den richtig cool im Kampf benutzen, dass man so zack, zack, zack sich die Gegend portet. Aber naja, jetzt kann nicht alles Kingdoms of Amalur: Reckoning sein. So. Schleichen wir uns hier an allen Gegnern vorbei. Und gehen dann nochmal hier hoch. Ich will nur schauen, ob das der Wald ist, an den ich gedacht habe. Und wenn nicht, dann gehen wir hier weiter. So, verfolgst du mich? Ist mir ehrlich gesagt schnutzpiep egal. Genau, das wollte ich. Wenn schon ein gefährliches Treffen, weil dann kann man hier mal besser Erfahrung tanken. Sag mal, besonders wenn wir hier in die Seraphin-Form gehen und dann hier den da raushauen. Na verdammt, oder auch nicht. Oder auch nicht.
Die haben so unfaire Attacken, diese Dinger, gell? Also, die, wo sie so rot leuchten, anfangen rot zu leuchten, das ist richtig ungerecht. Ist aber egal, jetzt habe ich meine Seraphim vor mir. Jetzt können wir spielen, gell? Und schon lacht ihr nicht mehr. Kommt. Zack. So, die Seelenresonanz haut rein, Mann. Aber ich krieg die trotzdem alle nicht down. So, ich wechsle mal wieder zurück, damit auch hier unser Diesel auch ein bisschen so drauf machen kann. Die sind so stark und die haben so eine hohe Level 29. Ja, okay, dann macht Sinn, warum wir so Probleme gegen die haben. Mikleo, ich brauche mal dich. Mikleo. So. Level 29 hier auf der Wiese sind nur Level 24 Gegner. Ausgewichen! So, ich hau gleich ein mystisches Artes raus, Mann. Würde ich es können, würde ich es jetzt auch machen. So. Aber komm, den Hammer. Das blöde Ding, wenn wir es auch gleich haben. Schon wieder ausweichen, damit lädt man ganz schön schnell hier die SP, oder ich weiß gar nicht, wie die Anzeige heißt. Halt da unten, wo die einsteht, lädt man damit ganz schön schnell auf. So, trifft dich mit Sergei im Pendrago. Das wird noch eine Weile dauern. So, hier sind wir, glaube ich, auch falsch, aber wir können ja einfach mal alles erkunden. Immer Zeit. Okay. Wieso habe ich das Gefühl, dass hier kein guter Ort ist? Ich meine, was hast du gesagt? Diese Dokumente, sie ist überwältigend. Ich meine, es tut ernst, Ray. Das ist zu viel für uns. Bist du sicher, dass du weit machen wirst? Alter! Boah! Das war Hedlov! Du gehst einfach irgendwo hin? Denkst du nichts Böses? Und auf. Oh, scheiße, nochmal. Seid ihr jetzt immer noch Level? Ne, jetzt sind. Okay, das war wegen der gefährlichen Person. Alter! Ey, das war der Schock meines Lebens. Ernsthaft. Ungelogen, das war der Schock meines Lebens. Ey. Für mich ist Erkunden in Tales of Systeria gestorben, Mann. Du gehst hin, schaust dich ein bisschen um. Okay, siehst irgendwie so eine starke Domine. Denkst, okay. Sieht nicht gut aus. Drehst dich um. Verdammt, ist das Hedlov. Ich glaube, das Spiel wird mit einem zeigen, dass es nicht will, dass du dahin gehst. So, warte, jetzt muss ich mal was testen. Schade, man kann kein mystisches Artis machen. Das wäre nämlich cool, aber. Alter, Mann. Okay, der wahrscheinlich Endfight des Spieles steht einfach mal vor uns. Kein Ding, Mann. Locker, flockig, mach ich das. Hau ich weg. Er steht einfach da. Da muss ich jetzt gar nicht überlegen, Mann. Auf 1 Milliarden % war das Hedlov. Ich weiß noch nicht, ob wirklich Hedlov heißt, aber ich glaube, er ist Hedlov. Für mich ist Erkunden in diesem Spiel gestorben. Nein. Wir gehen hinter zur westlichen Weide. Und dann könnt ihr mich alle mal. Nie wieder. Nie wieder erkunde ich irgendwas in dem Spiel. Du, das ist doch unmöglich, Mann. Du gehst so, denkst du nichts Böses, okay? Da steht Hedlov, der beim letzten Mal, als Soray alle seine Kraft angelegt hat, das Schwert einfach mit seinem kleinen Finger abgewehrt hat. Und einfach mal dafür gesorgt hat, dass er keine Seraphins mehr rufen kann. Okay. Und der steht da einfach so ganz relaxed, steht er da so rum. Wir hätten echt ernsthaft mal hingehen sollen. Hätte Hedlov uns genommen, bam. Oder wir grinden jetzt mal, wir grinden jetzt so 100 Stunden, dass wir so Level 60, 70 sind und dann machen wir ihn fertig. Das wäre eigentlich richtig cool, wenn es gehen würde. Aber erstens, ich will keine 60, 70 Stunden grinden. Ich will jetzt nur 100 Erfahrungspunkte. Da hängen wir 100.000 Jahre dran. Und zum anderen, es ist immer noch verkackt, nochmal Hedlov. So. Und ich habe nicht die geringste Ahnung, ob wir in die richtige Richtung laufen. So, da schon mal ein Schild. Ganz weit weg von dieser Wiese. Ganz weit weg von dieser Wiese. Pendrago. Da sind wir auf dem richtigen Weg. Und wieso kämpfen wir jetzt gleich nochmal nicht mehr gegen ihn? Mein Gott, wir haben so gegen so ein paar
V's haben wir schon Probleme. Und dann ist er, da steht, ich glaub's immer noch nicht, Mann. Ich glaub's immer noch nicht, dass sie ihn einfach so dahingestellt haben. Was ist denn da die Bedeutung dahinter? Geh nicht in den Weg, sonst wirst du malträtiert. Wir hätten ja echt mal theoretisch auf ihn zugehen sollen. Ja, wahrscheinlich fetter Game Over. Der hätte man gar nicht hingehen. Der hätte wahrscheinlich einfach nur durch seine Anwesenheit und hätte uns getötet. Wisst ihr was? Wir porten uns. Am nächsten Speicherpunkt. Porten wir uns nochmal zu dem Speicherpunkt hin. Dann gehen wir da hin. Sagen, hey, Hedlov. Weißt du noch, unsere letzte Begegnung, wo ich fast gestorben wäre? Ja, jetzt sieht's genauso aus. Nur diesmal sterbe ich auch. Und dann schauen wir mal, was passiert. Aho? Did someone forget this here? Odd that someone would abandon a tool so central to their livelihood. Still, it's a terribly lovely field. Yeah. Age of Chaos or not, it's nice to see that some places are still thriving. Or so it would seem. What do you mean? Take a closer look at the wheat. Huh? Oh my! Not a single berry! Same thing over here. Nothing but mold inside the husks. It's the Bliss mold. The whole area is probably wiped out. The whole area? It's been going around for a while now. This year's harvest is pretty much screwed. No wonder they threw away their hoe. Lila! This is... Yes. This too must be the work of the Lord of Calamity. So this is what Age of Chaos really means. Liebe nette Soray hat das ja normalerweise gar nicht mitbekommen mit seinem Dörflein hier über den Wolken. Da hat er das Furchtbare, was hier den Menschen hier... was den Menschen hier geschehen ist, nicht so sehr mitbekommen. Hat er Glück gehabt. So. Kann man dich auch irgendwie angreifen? Nein, habe ich, okay. Level 25. Aber machen wir das ernsthaft? Ich werde dann kommt so ein dicker Game Over. Es kommt dann so ein Spielisch-Ding kommt dann. So, ihr wisst schon, so wie ein Dark Souls oder Demon's Souls. Dass ihr einfach so zack, so ein Safe-Game dann löscht. Das wäre schon echt geil. So, ist der stärker irgendwie? Macht ihm zu wenig Schaden. Egal, Leute, wir werden ein mystisches Artes machen und dann werden wir fliehen. Aber ich bin einfach mal gespannt, was da kommt, weil ich hatte, ganz ehrlich, also das habe ich noch nie erlebt, das ist einfach so, also es ist ja nicht irgendwie ein Special Boss, okay, sowas gibt es natürlich auch, aber es ist ja verdammt nochmal Hedlov. Der Lord of Camelity, der Lord des Unheils eben hier, er steht einfach so ganz billig, steht da rum und macht nichts. Schaut einfach, macht seine coole Domäne, dass alles lila wird. Komm, greif mich an. Okay, dann greif mich nicht an. Wir managen das schon, meine Kumpel. Jetzt. Mit unserem hässlichen Feldjagd. So, Stoßzeit. Das liegt daran, dass ich immer die Attacke mache hier. Bam! Warte, wo habe ich hier? Schattenschlag. Deswegen kam das hier. Ah, ich bin gespannt. Jetzt komme ich, brauche jetzt einen Speicherpunkt. Ich will mich jetzt dahin porten. Da war doch hier. War da ein Schild? Ja, da war ein Schild. Pentag. Das sagt mir jetzt, dass da Pendrago ist. So, das zeigt... nee. Alle Pfeile zeigen in dieselbe Richtung. Zum Glück zeigen die aber in verschiedene Richtungen. Das ist so cool, Mann. So, da hinten ist es. Oder es ist zumindest irgendeine Festung. Nee, es wird schon Pendrago dann sein. Ich will einfach irgendwo eine sichere Stadt und mich hinlegen und schlafen. Ich bin... also... Nur diese Präsenz einfach. Hat mich fertig gemacht. Aber komm, nee, wir machen das jetzt. Ich will jetzt da hingehen, dann will ich 10. Es hängt ab, wann er seine erste Attacke macht. Wenn er 5 Minuten dasteht und nichts macht, dann überleben wir lange. Wenn er einmal zuhaut, sind wir dann so. Wir machen jetzt auch 2 Speicherstände. Wir denken ja mit. Es wäre echt geil, wenn es mir jetzt alle meine Speicherstände löscht. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie Angst, aber manchmal muss auch Risiko gehen. Manchmal muss er einfach mal was wagen. Komm, was soll schon passieren? Vielleicht besiegen wir ihn dann und alles ist gut. So, Wiese des Triumphes. Westliche Weide. Nee, es muss einer von den beiden sein. Ich glaube, es ist der südliche Kamm, aber ich bin mir gerade nicht sicher. Weil westlich war doch, wo wir in die nächste Wiese gekommen sind. Ja genau, hier sind wir richtig. Seid ihr sich gespannt, was jetzt passiert? Vielleicht war es ja gar nicht Hedlov, vielleicht habe ich es mir auch nur eingebildet, aber es war genauso wie auf dem Schlachtfeld, wo ich mir auch dachte, hä, was ist denn das? Und dann auf einmal war es ja der Lord of Camillentee. So. Wie auch dieser Blitz einfach kommt. So, komm. Ja, das ist ja Hedlov, da muss ich mir gar nicht überlegen. Komm her, Mann. Ich mach dich fertig.
Hedlef! Hallo! Level 78! Managen wir, komm! Okay, wir sind tot. War ein guter Kampf, Mann! War ein echt guter Kampf, Mann! Es ist einfach verdammt, wenn Hedlef den einfach rumsteht und chillt. Albtraum. Echt ein Albtraum, Mann. Aber okay. Kein Ding. Wir müssen uns nur jetzt auf Level 78 hochgrinden. Schaff mal, schaff mal. Wow. This place is huge. Yes. Pendrago is the largest city on the Glenwood continent. Hm. Where can we find an inn? I recommend the one directly in front of the plaza. You sure know your way around. Well, you know, I used to come here a lot. What a resplendent fountain. Yeah, it's one of the famous sights of Pendrago. I don't know a lot about it, but supposedly, the water's piped in from afar through an underground channel. Oh, I see. So much work for something that doesn't even serve any purpose. Stupid, simple humans. Well, considering their lack of seraphic arts, I think their technological advancement is commendable. Useless, pointless, waste of effort. It's also known as the Fountain of Wrath. Wrath? Why do they call it that? Something with the piping's all messed up. Every now and then. Like that. Oh dear. Stupid, stupid humans. Sehr gut. Aber eine Sache will ich noch sagen und dann haben wir das Hacklife-Film auch fürs Erste abgeschlossen. Ich freue mich auf meinen zweiten Spieldurchlauf. Da werde ich nämlich meinen Spielstand einfach so übernehmen, weil man kann ja mal das Level übernehmen mit diesem Gradshop und dann werde ich den besiegen an der Stelle und dann ist wahrscheinlich das Spiel vorbei. He's one of the Cardinal's subordinates. I tried to apprehend him, but you saw what he was like. His movements were incredible. You could tell, right? It was a Hellion. The Cardinal's underling is a Hellion? Then... Forgive me, sir. He's escaped into the Shrine Church. It looks like it's true. I believe he was likely a messenger of- I'm cold. You can blather on inside. Tell us the details after we find shelter from the rain, if you please. Our friends are feeling a bit chilly, and even a seraph can catch a cold. Friends? Not that you could tell, since you can't see him. Forgive me. I should have been mindful of the Seraphim's presence. Let us head for the Knight's Tower. Your wife sure is considerate. Yep. He still thinks they're married. Da bist du wohl ein bisschen neidisch, Dessel, gell? Hä? Hä? Okay. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir einfach nochmal trotzdem mal kurz in den Inn. Wir ruhen uns hier mal kurz aus. Wir haben ja hier fast den Lord des Unheils besiegt. Um ein Haar, was haben wir denn? Stellt 15%. Halt Verbrennung für langsam. Nee, dann essen wir hier ein Steak. Is there any sort of rhyme or reason to what happens when you fuse equipment? Great question, Rose. You're right. There's nothing random in the fusion of equipment. Can you just tell it to me short and simple before I fall asleep? Sure. First, the rules for fusing two different equipment skills only apply to those located in the same slot. So it actually does matter which slot each skill is positioned at? Yes. What skill is placed in which slot is a very important factor in equipment fusion. So it's important to... Well, it's... Huh? Are you asleep?
There's something I want to tell you, since you've acquired the power to armatize. Yeah? Hidden arts are stronger than martial arts. Seraphic arts are stronger than hidden arts. And martial arts are stronger than seraphic arts. That's the basics. But we can only use martial arts and seraphic arts, which means that Seraphim aren't able to accommodate all types of enemies. You guys can use martial arts and hidden arts on your own. And during armatization, you can use hidden arts and seraphic arts. Humans, Seraphim, and armatization. So we can compensate for each of the three different types depending on how we use them. Yeah. For example, for enemies that don't use any seraphic arts, it would be more advantageous if you armatize. Of course, you may encounter enemies which can be taken down more easily when you are not armatized as well. It just means that the armatization isn't all-powerful. Right. There's the advantage of being able to concentrate two powers into one. But there's also a disadvantage to that as well. Assess your situation at all times. But the worst situation you can get yourself in is getting in a pinch from overthinking things. You gotta find your own balance out there. I'll take things one step at a time. Thanks, Dezel. Dezel, do you know a lot about ruins? I do have some knowledge about them since I've been around, but I've never been interested enough to explore. It's really fun to imagine what these artifacts have been through over the years. Ponder over our new discoveries, close in on the truth, or expand on what we already know. I do have the ability to sense certain smells left behind in the earth, to detect humans and certain objects left behind since ages past. Whoa, you can sense through smells? Is that something even someone like me could learn? You can learn through experience to a degree, but you need talent if you want to truly master it. I'll try my hardest. Let me know if I overlook anything important. Yeah. As long as I don't get into the way of your precious hobby. Gut, damit haben wir uns noch hier ein, zwei leckere Gürkchen gegönnt und noch ein paar schöne Skizzen gehört. Ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir erstmal einen kleinen Cut. Beim nächsten Mal wird es dann weitergehen mit Tales of Hysteria und wir werden uns dann hier mit dem Kommandanten treffen. Und dann würde ich sagen, beim nächsten Mal geht's weiter. Bis dahin, haut rein, euer MC Muffix. Bis zum nächsten Mal. Ciao.